Wenn Sie bayerischer Ministerpräsident wären, hätten Sie sich dann von Herrn Aiwanger getrennt? Mich hat nicht überzeugt, wie Herr Aiwanger mit seiner Vergangenheit umgegangen ist. Man muss ja das entsetzliche Flugblatt trennen vom Umgang. Scheibchenweise Bekenntnisse, gewundene Formulierungen, man sei jetzt im Erwachsenenalter kein Antisemit, keine klar erkennbare Reue, keine Entschuldigung und jetzt teilweise auch noch der Versuch, politisches Kapital aus der Situation zu schlagen. Und ich finde, dass der Umgang mit der Vergangenheit nicht geeignet ist, um das Ansehen Bayerns zu mehren. Und deshalb hätte ich mindestens darum gebeten, ein Amt ruhen zu lassen.